Hallo, heute ein kurzes Video aus dem Krankenstand. Es sollte ein kurzes Video werden, trotzdem wurden es vier Teile. Um es kurz zu machen, ich habe Niebreck. Seit mehreren Tagen schon. Und die Nase ist zu. Ich nuschle ohne Ende, wie ein bekannter deutscher Schauspieler. Um was geht's? Es geht um diesen Notadapter für die ECH11. Dieser wurde in der DDR entwickelt, mit Röhren vom HF-Werk. Und dieser Adapter habe ich schon mal kurz vorgestellt. Diesmal habe ich ihn auf dem Neuberger getestet. Und dieser Adapter hat mehrere Fragen aufgeworfen, vor allem mehrere Fragezeichen, die teilweise noch ungelöst sind, beziehungsweise eventuell ist die Messkarte vom Neuberger ein bisschen fehlerhaft oder hat etwas ältere Werte? Fragezeichen. Auf jeden Fall schauen wir mal. Viel Spaß in den Kommentaren, wie gesagt, wie es euch gefallen hat und das nächste Video hoffentlich wieder mit besserer Stimme. Das ist der besagte Adapter für die ECH11. Dieser adaptiert zwei Oktalröhren zu einer ECH11. Das sieht man am Stahlröhrensockel. Dieser Adapter hat so ein paar Fragezeichen. Zum einen die 6SA, Entschuldigung, die 6A7 und die 6SA7 sind beides Heptoden, die aber unterschiedliche Belegungen röhrenintern der Steuergitter haben. Insofern ist es interessant, was das HF-Werk hier für Sockelbeschaltung belegt hat. Das ist, wie gesagt, der Hexodenteil, die hier als Heptode beschaltet ist. Und die Triode wird ersetzt durch eine 6J5. Beides sind produziert, zumindest die 6SA7, im 12. Monat 1952. Der besagte Adapter macht ein, ich will dieses Wort Bastel nicht benutzen, aber es ist, hat keine hohe mechanische Stabilität. Also es scheint wohl nur in einer sehr geringen Stückzahl produziert worden zu sein. Zu den genauen technischen Unterschieden der Röhren komme ich gleich, wenn ich den Adapter auf dem Neuberger teste. Dann mache ich ein paar Anmerkungen zu den Röhren selbst. Interessant ist, dieser Adapter würde jetzt daraus schließen lassen, dass die ECH11 in der DDR eine Mangelware war. Vielleicht war es das auch, ich kann es nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, das ist eine ECH11 vom RFT-Werk. Das ist die typische Glasvariante der Stahlröhren und diese wurde produziert in der 35. Woche 1951. Also gut ein Jahr, mehr als ein Jahr, bevor die Röhren gebaut wurden, mit denen dieser Adapter ausgestattet wurde. Das macht so ein bisschen das Fragezeichen, war die ECH11 wirklich eine Mangelware oder ist dieser Adapter privat entstanden, weil einfach keine ECH11 mehr da war oder benötigt wurde. Ich tendiere so ein bisschen zu letzterem. Kann es aber natürlich nicht 100% beweisen. Falls jemand solche, also
diesen Adapter kennt, gerne in den Kommentaren, was damit für Erfahrungen gemacht wurden, beziehungsweise wo diese produziert wurden, ob es vielleicht doch längere Serien gab. Also ich rede jetzt nicht von industriellen Adaptern, sondern wirklich von solchen Adaptern, die sichtlich mundgeblasen sind, sagen wir es mal so. Auch interessant ist das HF-Werk. Der Begriff HF-Werk wurde nur relativ kurz benutzt. Der ursprüngliche Name dieses Werkes war das AEG-Kabelwerk in Ost-Berlin. In diesem Werk wurde unter anderem auch die Olivenröhre produziert. Und nach dem Krieg wurde dieses umbenannt in das OSW-Werk. Das Oberspreewerk, Entschuldigung für mein Genuschel, aber meine Nase ist zu. Und dann kam die Umbenennung in das HF-Werk für Hochfrequenztechnik. Und dann kam schließlich die Umbenennung in das WF-Werk, in das Werk für Fernsehelektronik. Und dieser Begriff WF-Werk wurde dann beibehalten bis zur Wende. Dann hat Samsung das Bildröhrenwerk vom WF übernommen. So, wie gesagt, dieser Adapter wird jetzt auf dem Neuwerker getestet und da mache ich noch einige Bemerkungen zu den Röhren selbst. So, dann testen wir mal das Konstrukt. Wobei es gibt allerdings einige Diskrepanzen, was interessant werden könnte. Nämlich, die Röhren sind vom HF-Werk produziert. Und zwar in der 12. Woche vom Jahr 1952. Es gibt so ein paar Diskrepanzen in der Typenbezeichnung. Nämlich die 6A7 ist eine Heptode. Auch die 6SA7 ist eine Heptode. Das Problem ist aber, diese beiden Heptoden haben unterschiedliche Pinbelegungen, was an sich kein Problem wäre. Das Problem ist, dass diese Pinbelegung röhrenintern geschieht und somit unterschiedliche Ergebnisse liefert. Und zwar, Moment, muss man mal hier sortieren. Die 6A7 ist eine Heptode im amerikanischen siebenpoligen Sockel. Der Unterschied zwischen einer Heptode und Hexode ist, die Hexode hat 4 Steuergitter, wobei Gitter 1 und Gitter 3 die Kontrollfunktion hat und Gitter 2 und Gitter 4 ist das Raumladegitter und wird auf eine positive Spannung gelegt. Während bei der Heptode meistens das fünfte Gitter als Schirmgitter geschaltet ist auf Kathodenpotenzial. Meistens. So nicht bei der 6A7. Nämlich bei der 6A7 ist das fünfte Steuergitter röhrenintern im dritten Steuergitter verbunden. Während bei der 6SA7 das fünfte Steuergitter, dort gibt es zwei Varianten. Bei der einen Variante ist das fünfte Steuergitter mit der Schirmung verbunden, bei der anderen Variante ist das fünfte Steuergitter auf Kathodenpotenzial gelegt. Jetzt ist natürlich unklar, welche Variante, Sockelvariante, das HF-Werk gewählt hat. Und ob der Adapter entsprechend angepasst ist. Das ist so ein kleines Fragezeichen. Und das versuchen wir jetzt rauszufinden.
so, es handelt sich hier um eine Stahlröhre. Und für die, die es noch nicht wissen, wie Stahlröhren gezählt werden, vom unteren Stift der Fünfergruppe, das ist Stift Nummer 1, und es wird im Uhrzeigersinn gezählt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wie immer, die Sockel sind von unten gesehen. Also die Röhrenheizung wäre jetzt auf Stift Nummer 1 und Stift Nummer 8. Ich muss mein Genuschel entschuldigen, aber wie gesagt, meine Nase ist eine Katastrophe. So, was haben wir gesagt? Stift 1 und Stift 8. Kann nicht alles im Kopf behalten. Der Steuergitter der Triode ist auf Stift Nummer 2. Der Steuergitter der Triode und der Steuergitter 3 der Hexode sind auf demselben Stift. Die Anode der Triode ist auf Stift Nummer 3. Vorbei und die Kathode ist auf Stift Nummer 6. So, und natürlich brauchen wir auch eine negative Betriebsspannung für das Steuergitter. Ist auf Pin 2, das stimmt. So, tun wir mal die Werte einstellen. Das ist alles auf 0. So, die Heizung hat Durchgang, wobei das jetzt ein Trugschluss sein kann, weil es sind zwei Röhren parallel geschaltet. Also ich weiß nicht, ob jetzt beide Röhren heizen, weil eine kann natürlich defekt sein und trotzdem zeigt der Neuwagen an, das ist okay, weil ein System Durchgang hat. Gut. Wir brauchen 6,3 Volt Heizspannung. Wir brauchen minus 6 Volt am Steuergitter. Und wir brauchen 150 Volt an der Anode. So, 150 passt. Gut, dann auf geht's. Unser super Ampermeter einschalten. So, die Röhre sollte liefern 3,8 mA. Sie hat aber 1,4. Tun wir nochmal die Spannung kontrollieren. Minus 6 ist Steuergitter. Die Anode ist ein bisschen eingebrochen. Tun wir es mal korrigieren auf 150. Es ändert den Anodenstrom jetzt nicht wirklich auf knapp 1,7 mA. Es soll haben 3,8 mA. Jetzt ist noch ein interessanter Gegentest. Und zwar, wie gesagt, als Triode ist die 6J5 verbaut. Und die hat aber andere Prüfdaten. Tun wir die mal spaßeshalber einstellen. Und zwar, der Steuergitter ist jetzt auf minus 8 Volt statt minus 6 Volt. Und die Anode ist auf 250 Volt statt auf 150.
und sie sollte liefern mit der Einstellung 9 mA. Schafft aber, wie es aussieht, 5,3. Also der Triodenteil ist ein bisschen, schwächelt schon etwas. Kontrollieren wir nochmal, minus 8 und 250. Und ich habe 5,9 mA. Sollte haben 9, also okay. Sie ist ein bisschen schwach. Machen wir weiter mit dem Hexodenteil. Das dürfte jetzt eher der interessante Teil sein. So, die Heizung und Kathode bleibt. Ich brauche jetzt zuerst Steuergitter 1. Das ist, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 auf Pin 5. Das ist Steuergitter 1. Ich brauche Steuergitter 2 und 4, das ist parallel geschaltet. Das ist auf Nummer 4. Ich brauche jetzt hier eine positive Spannung. Und ich brauche das Steuergitter Nummer 3, was ja mit 1 und 3 sind die beiden aktiven Steuergitter, also negativen Steuergitter. Und das braucht eine zweite Spannung. Und mal ein bisschen logischer. Und das ist auf demselben Pin wie der Steuergitter der Triode, nämlich Pin Nummer 2. Und ich brauche die Anode. Die Anode der Hexode ist auf Stift Nummer 7. So, dann stellen wir die Spannungen ein. Steuergitter 1 ist auf 2 Volt. Steuergitter 3 ist auf 8 Volt. Das Raumladegitter, also Gitter Nummer 2 und Nummer 4, sind auf 100 Volt. Und die Anode ist 250. So, dann lassen wir die Röhre mal kurz anheizen. So, kontrollieren wir die Spannungen. Steuergitter 1 ist minus 2 Volt. Steuergitter 3 ist minus 8. Das ist eingebrochen, das müsste 100 Volt sein. Das ist Gitter 2 und 4. Und die Anode ist minimalst angebrochen, die ist auf 250 zurückgestellt. Also die Spannungen stimmen jetzt alle. Und ich habe 1,4 mA. Sollte haben 2,3 mA.
So, jetzt noch dieselbe Frage wie vorhin. Wie würde die Röhre reagieren mit den Originalwerten? Weil auch hier sind die Werte ein bisschen anders. Auch der Sollwert ist anders. Das Steuergitter 1 bleibt auf 2 Volt, aber das Steuergitter 3 geht auf 0 Volt. G2 und 4 bleiben bei 100 Volt. Und die Anode bleibt bei 250 Volt. Okay. Sollte haben 3,4 Milliampere, habe aber jetzt 5,8 Milliampere. Tun wir die Spannung nochmal kontrollieren. Minus 2, 0. Hier ist eingebrochen. 100. Immer mehr. Und Anode ist auch leicht eingebrochen. Sagt 250. Also die Werte sind jetzt doch außerhalb des Bereiches. Sollte haben 3,4, aber misst auf 7,4 und wackelt etwas. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schon vorhin gesagt, wie ist das Steuergitter 5 beschaltet? Hängt es in der Luft? Oder ist es auf einem irgendwie definierten Zustand? Also die Röhre reagiert nicht, wenn ich drauf tätschle. Wenn jetzt das Steuergitter in einem undefinierten Zustand wäre, also frei beschaltet ist, müsste die Röhre jetzt reagieren durch Berührung. Also sprich, weil ich die Kapazitäten der Schirmung ändere, müsste jetzt der Anodenstrom ein bisschen ausschlagen. Aber das passiert nicht. Also ist dieses Steuergitter irgendwo wohl auf einem definierten Pin, aber der Anodenstrom ist bei der Einstellung zu hoch. Spannungen stimmen alle. Ich gehe mal nochmal zurück auf die Originalspannungen für die ECH11, also als so wie der Test wäre. Ist 2 Volt für Gitter 1 und 8 Volt für Gitter 3. Volt für Gitter 2 und 4. Mal umstellen und 250 Volt für die Anode. Ändert nichts in der Tatsache, ich bin mit 1,4 Milliampere drunten, so Kohlestück unterhalb vom Sollwert. Während bei der Einstellung für die Originalröhre ich stark über dem Sollwert bin. Ja, wer schlaue Ideen hat, kann gerne in den Kommentaren sagen, was er denkt oder ob er das Problem kennt. Ist interessant, weil das fünfte Steuergitter scheint definiert beschaltet zu sein, weil ich habe keinen Kuhschwanz. Sprich, der Anodenstrom wackelt nicht bei Berührung. Jo, ansonsten fehlt mir jetzt eine weitere Idee. Der Adapter scheint
im Prinzip zu funktionieren, auch wenn das Triodental definitiv zu schwach ist. Und der Hexodental ist auch nicht so ganz der stärkste in den Einstellungen für die ECH11, in den Einstellungen der 6SA7. Was ja die Röhre ist, eine 6SA7, ist er wesentlich zu stark. Also, es bleibt ein Mysterium. So, um rauszuschließen, meine Stimme, wo das Problem ist. Prüfe ich jetzt mal alleine eine Original 6SA7 vom OSW-Werk, also der Vorgänger vom HF-Werk. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann natürlich die Circle-Belegung jetzt komplett anders ist. Die ich natürlich umstecken. So, als Oktalröhre ist natürlich jetzt die Heizung auf Pin 7 und Pin 2. Die Schirmung hat das Gitter 5 und wird jetzt auf Kathodenpotenzial gelegt. Die Schirmung ist auf Pin 1. Die Kathode ist auf Pin 6. Das Steuergitter 1 ist auf Pin 5. Das wird mit 1 Volt beschaltet, mit 5. Der Steuergitter 2 und 4 ist auf Pin 4. 2 und 4 sind positiv. Und das Steuergitter 3 ist Pin 8. So, es bleibt noch übrig die Anode. Die ist auf Pin Nummer 3. So, und das Ganze sollte jetzt haben 3,4 mA. Und da schauen wir mal, was Sache ist. So, Heizung bleibt gleich bei 6,3. Gitter 1 bleibt gleich bei 2 Volt. Gitter 3 wird auf 0 Volt gelegt. 0 Volt. Gitter 2, 4 bleibt auf 100 Volt und die Kathode, Entschuldigung, die Anode bleibt auf 250 Volt. So, Heizung hat Durchgang. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich betone nochmal, der Unterschied zu diesem Adapter war, dass ich jetzt die Schirmung und somit Gitter 5 explizit auf Kathodenpotenzial gelegt habe. So, prüfen wir nochmal die Spannungen. Minus 2 Volt für das Gitter 1, 0 Volt für Gitter 3, 100 Volt für Gitter 2 und 4 und 250 Volt für die Anode und die Röhre liefert auch 6,3 mA.
Interessant. Ich habe leider von der 6S A7 keine amerikanische Variante. Ich habe nur die Varianten vom OSW und RF-Werk. Entschuldigung, HF-Werk. Insofern kann ich jetzt den amerikanischen Typ nicht gegentesten. Es kann natürlich sein, dass die DDR-Variante in irgendeiner Form anders beschaltet war, weil dieser Messwert ist jetzt ähnlich mit dem, den der Adapter geliefert hat. Ja, was soll ich jetzt sagen? Tu mal spaßeshalber die Schirmung mal rausziehen, es geht halt rein. Und jetzt habe ich ein bisschen den Kuhschwanz-Effekt. Dass wenn ich die Röhre anfasse, der Anodenstrom sich ändert, weil ich jetzt natürlich durch meine eigene Kapazität die Kapazität der Beschichtung ändere und da das fünfte Steuergitter jetzt an oberster Stelle liegt, reagiert es natürlich. Und wenn ich es nochmal einstecke, das war Pin 1. Ist die Röhre wieder unempfindlich gegenüber Berührungen? Ich habe gerade auch, bevor ich jetzt, ja, es, ist wahrscheinlich gerade im, also es ist wesentlich unempfindlicher als ohne. Was muss man rausziehen? Das ist definitiv empfindlicher als. Ja. Ich habe diesen Effekt, also ich habe, bevor ich jetzt diesen dritten Teil aufgenommen habe, mir nochmal das Video von vorne dran angeguckt und dort ist auch zu sehen, dass der Anodenstrom mit dem Adapter leicht vibriert, also auch zwischen zwei Stellen hin und her wechselt. Es könnte die Theorie stützen, dass bei dem Adapter die Schirmung, also das Steuergitter 6, R5, nicht angeschlossen ist, eventuell etwas näheren. Jetzt ist, wie gesagt, einigermaßen stabil, egal wie ich auf der Röhre rumtatsche. Und wie gesagt, da ich keine amerikanische SA7 habe, nehmen wir das mal so hin und lassen den Task mal offen, bis ich mal einen Gegenvergleich machen kann mit einer amerikanischen SA7. So, ich habe gerade gelogen. Natürlich habe ich die amerikanischen Varianten. Ich habe zwei Stück gefunden und sogar einigermaßen problemlos griffbereit gehabt. Nämlich zum einen die Original-Stahl-Variante von Kenrad. Scheint dasselbe Verhalten an den Tag zu legen und hat 7,2 Milliampere. Ich tue mal, die Spannung sind natürlich
gut minimal weggelaufen, korrigiere Anode und Gitter 2 und 4. Bis auf 7,8 mA. Berührung ist unempfindlich. Und wenn ich die Schirmung wieder rausziehe, hallo Kuhschwanz, mit Schirmung, wesentlich unempfindlicher. So, und da ich die Röhre schon in der Hand hatte, die zweite, können wir es jetzt auch noch reinstecken. Das ist jetzt eine 6SA7 von RCA. Ui, geht sogar noch stärker. Spannungen anpassen. Das hat 9,8 mA. Das könnte natürlich auch sein, dass die Messkarte vom Neuberger falschen Wert hat. Weil jetzt irgendwie alle Röhren, die ich drauf gesteckt habe, waren bei der Heptode wesentlich stärker als der Sollwert. Bei definitiv richtigen Spannungen. Aber was, wie gesagt, dem... Ja, ui. Hallo Kuhschwanz, was dem Adapter definitiv anzugreifen ist, dass die Schirmung von Gitter 5 nicht beschaltet ist. Wenn ich die Schirmung rausziehe, ist auch diese Röhre sehr berührungsempfindlich. Wieder eingesteckt, habe ich fast keinen Effekt. Gut, dann machen wir jetzt, glaube ich, Schluss. Und stellen endgültig fest, dass der Adapter insofern fehlerhaft ist, dass das Gitter 5 wohl fehlerhaft angeschlossen ist. Also entweder ist die Schirmung nicht angeschlossen oder die Lötverbindung hat sich verabschiedet. Und was die Messkarte angeht bei der Heptode, kann auch sein, dass, wie gesagt, die Karte vom Neuberger falsche Werte hat. Weil alle getesteten Röhren sind jetzt weit über dem Sollwert von der Messkarte. Schreibt in den Kommentaren gerne, was ihr glaubt, was ihr denkt, was ihr fühlt, keine Ahnung. Ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, das nächste Video wird mit besserer Stimme. Danke fürs Interesse. Und bis hoffentlich nächste Woche.